asleep in a freshman class. Woke up on a tour bus, somehow, someway. All my test questions passed, and I ain't even take shortcuts. Man, life is but a dream. Is this shit real? So trill, yeah, I'm rolling tonight. I can't sit still. 5 mixtapes, can't change up my social status or my balance, but a top 40 hit will. Shit, I know they see me, don't question it. Dreams of being on TV, no requiem. I just wanna live this dream. Will it be what I imagine? But nothing tops making a living off your passion. So either way, I'm chasing after something I ain't never had. Woke up today feeling hungry as I ever have. Now I usually ever brag, but these dreams aren't far anymore. You can tell them that. Also nach ungefähr 2 Stunden Sonne frage ich mich, welcher Teufel mich geritten hat, diese Aktivität zu machen. Nein, ich weiß es ja. Ich wollte schon die ganze Zeit machen, jetzt mache ich es endlich. Ich mache den Great Walk am Lake Waikaremoana. Genau, und jetzt mache ich ihn erstmal mit der Rio. Den Diabetes. Und dann geht weiter. Erstmal lang. Ich musste gerade dadurch. Mit meinem fetten Rucksack ist das gar nicht so einfach. Also so bin ich nicht durchgekommen. Ich musste mich so stellen. Also seitwärts laufen. Wenn ich da durchkomme. Also ich bin ja richtig schlecht im Bergauflaufen. Ich hasse es einfach. Vor allem tun mir dann immer die Waden weh. Aber bergab laufen, ich hasse es. Ich hasse es. Oh, ich komme jetzt wieder zurück am See. Nach dem Berg kommt irgendwie eine Hütte. Und dann sind es nochmal 1,5 Stunden zu dem Campingplatz, wo ich hingehe. Mal gucken, wie lange ich brauche, ne? Ich habe gerade ja kurze Pause gemacht. Müsli-Riegel, Bananenschokolade. Sehr lecker. Ey, manchmal, mit so einem fetten, schweren Rucksack, ist ganz schön gefährlich hier. Oh, sieht das nice aus. Ich zeig's euch. So ein bisschen. Guckt euch das an. Ist auch schön, oder? Naja, ich laufe jetzt mal weiter. Und wegen solchen Ausblicken lohnt sich der ganze Schmerz, den ich gestern auf mich genommen habe. Mir hatten so die Hüften weh von meinem Rucksack. Meine Schuhe waren klitschnass und ich glaube, ich habe eine Blase bekommen, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gestern gesagt habe, aber ich bin mit einem Mädel zusammengelaufen, die gleiche Richtung gelaufen ist wie ich, weil ich mache nämlich den Track nicht so wie den alle machen, sondern andersrum. Und der ist Sophie und ist in London und die schläft noch. Also es ist jetzt kurz nach 9 oder so. Ich habe gesagt, um 10 gehe ich auf jeden Fall, egal ob sie wach ist oder nicht. Und ja, also gestern am Schluss war schon echt anstrengend. Aber ich hoffe, mein Rucksack ist jetzt leichter, dadurch, dass weniger Essen drin ist und so. Aber ich glaube, er ist trotzdem auch ein bisschen schwerer, weil mein Zelt noch nass ist. Es hat so geregnet gestern Nacht und dann mega bescheuert. Mein Zelt ist nämlich nicht gemacht für Regen. Steht extra drauf, bitte benutzen Sie dieses Zelt nicht bei windigem und nassem Wetter. Und ich lese es und denke so, es war die letzten Tage heiß, jetzt wird es bei dem Walk auch heiß. Toll, die erste Nacht im Zelt und es pisst ohne Ende. Aber jetzt kommt gerade die Sonne raus, also ich werde dann auch meine Regenjacke wieder ausziehen, meine Mütze, wenn ich loslaufe. Weil beim Laufen wird einem eh heiß. Richtig heiß. Und eigentlich, der Track, den wir gestern gegangen sind, soll eigentlich 5,5 Stunden dauern. Und wir haben 6 gebraucht, mit Pause. So wie es da steht, in diesem bei der überdachten Kochmöglichkeit. Aber den Plan, den ich habe, da steht 4,5 Stunden. Also entweder haben wir eine Stunde länger gebraucht oder 1,5 Stunden. Ich glaube aber eher 1,5 Stunden, weil wir haben einige Pausen gemacht. Einfach um uns die Natur anzugucken und weil wir eine Pause gebraucht haben auch manchmal.
Also, es war echt cool. Und es wird, glaube ich, noch cool, aber ich glaube, manchmal werde ich so zu einem Punkt kommen, wo ich einfach sage, ich habe keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Aber das sehen wir dann. Mal gucken.